Hallo zusammen, hier ist wieder Chiller und ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Kisten-Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Garnisonskisten und dazu habe ich jetzt hier mal auf dem Worry eingeloggt, mit dem habe ich nämlich noch ein paar rumliegen. Wir wollen insgesamt 20 große Kisten mit Bergungsgut öffnen und ja, dazu kann ich euch mal was zeigen. Ich brauche nämlich noch insgesamt 3 Items hier raus. Einmal ist es eine Axt, eine einhändige, dann ist es eine Taille und wir haben hier noch einen Stiefel. Und dann stellen wir jetzt hier mal um auf Schutz, da kriegen wir nämlich auf jeden Fall alles von den Sachen raus. Und ja, drückt mir mal die Daumen, dass wir ein bisschen was rausziehen. Ah, erstes Item, direkt der Gürtel, fängt ja gut an, so kann es weitergehen, Leute. So kann es weitergehen, also ein Item haben wir schon mal. Gucken wir mal, ob das noch mehr wären. Dann gibt es jetzt hier ein bisschen Staub. Waffen-Upgrade-Teil brauche ich jetzt nicht so wirklich. Übrigens, die Kisten kriegt man über die Missionen, die man hier in der Garnison abschließen kann. Und zusätzlich braucht man halt noch dieses Wiederherstellungsgebäude, ne, dass man die Kisten auch bekommen kann, beziehungsweise natürlich dann neu öffnen kann. Denn die kannst du nur am Gebäude hier öffnen, ne, am Wiederherstellungsgebäude. Sonst sieht es schlecht aus. So, es hat gut angefangen, aber stark nachgelassen, so wie es aussieht. Ein Item haben wir gekriegt und seitdem will es irgendwie leider nicht mehr. Nö, schaut schlecht aus. 3 haben wir noch. 2. Schade. Schade, schade. Oh doch, da kam noch ein Item, aber leider eine Brust, die hatte ich schon. Also auf dem letzten Drücker kam noch ein zweites T-Mog-Item. Ich bin aber zufrieden. Wenigstens ein Item, das ist schon mal was. Wird die Liste so langsam ein bisschen kürzer und ja. Dann, wenn ihr Bock habt, sehen wir uns gerne wieder im nächsten Openings-Video. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.